Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Buchflaume. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute geht es um ein Buchreview der anderen Art. Und zwar stelle ich euch ein echt cooles Kunstbuch vor, was ich die Woche gekauft habe. Und zwar ist der Name von dem Buch Sculpture und ich finde allein das Cover sieht schon mega aus. Das Buch habe ich, als ich im Kunstbedarfladen bei uns war und ein paar Sachen jetzt brauchte für meine kommende Ausstellung in Münster. Da gibt es eine Abteilung, da sind nur Kunstbücher und ich war bei der Abteilung reduzierten Kunstbüchern, weil die ja doch immer ziemlich teuer sind. Und das Buch hat halt wirklich nur 14 Euro gekostet und ich habe mir gedacht, ich muss es mitnehmen. In dem Buch geht es um die Entwicklung der Totenköpfe in der Kunst, auch die Bedeutung in der Kunst, aber auch, also schwerpunktmäßig eher an der zeitgenössischen Kunst und das ist echt super spannend. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, das Buch hat einen schwarzen Buchschnitt und ich liebe dieses quadratische Format. Ich werde euch ein paar Eindrücke aus dem Buch zeigen und das ist auch nicht schlimm, weil bei Kunstbüchern kann man nichts spoilern. Also ich finde es sogar wichtig, dass man da ein paar Sachen zeigt, weil entweder sagt es einem zu oder nicht. Man braucht ja auch die Bücher zum Arbeiten. Also es ist ja so, man zieht sich ja da die Inspiration raus und wenn man sieht, dass die Aufteilung einem nicht zusagt oder zu viel Text ist, zu wenig Bilder oder auch andersrum, dann kauft man das ja eher weniger. Auf jeden Fall ist es super spannend. Mein Freund hat mir das Buch gleich direkt weggenommen und selber durchgeblättert. Das Buch ist so unterteilt, dass wir am Anfang eben eine Einführung in die Geschichte der des Totenkopfkultes quasi haben. Also welche Völker denn zuerst sich damit beschäftigt haben, was überhaupt der Totenkopf für uns Menschen bedeutet und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat bis heute. Fand ich sehr spannend und hat nochmal sehr viel dazu gelernt. Das Buch ist auf Englisch, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht viel Text. Also ich finde, das kann man auch mal irgendwie, wenn man Wörter nicht weiß, kann man sich das übersetzen lassen. Das ist ja jetzt kein Buch, kein Roman, den man durchliest. Von daher finde ich, ist das kein Problem. Und das ist halt wirklich nur am Anfang so eine kleine Einführung. Und dann kommen wir eben zu verschiedenen Kapiteln. Und die sind dann unterteilt eben in Totenköpfe in der Mode, dann eben in der bildenden Kunst, in der visuellen Kunst, in der Illustration, im Produktdesign und in der Popkultur. Und am Schluss sind nochmal Artworks gezeigt von Totenköpfen und die Werke, die da drin sind, sind einfach der Oberhammer. Vor allem viele davon kenne ich tatsächlich schon, aber ich wusste halt nie, wer der Künstler ist. Und hier hat man auch endlich mal einen Namen zu den KünstlerInnen, die da eben drinnen sind. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich denke mal auch das Buch, da werde ich einiges draus ziehen können und mich inspirieren lassen können. Ich weiß, das ist jetzt ein etwas spezielleres Review für euch, weil vielleicht nicht jeden das Thema interessiert. Aber es ist nun mal etwas, was zu meinem Leben dazugehört und ich liebe einfach Kunstbücher, vor allem Kunstbücher, die nicht so langweilig und schnöde sind, sondern eben ein cooles Kunstbuch. Also leider gibt es solche selten auf Deutsch. Also ich finde, die englischen Bücher sind da etwas mutiger, die deutschen sind echt immer, behandeln oft die gleichen Thematiken und wenn sie da mal besonders sind, dann kosten sie auch gleich 60, 70 Euro. Sehe ich dann gar nicht ein, weil ich meine, das kann man sich auch echt schnell im Englischen durchlesen. Vielleicht ist ja das Buch für den einen oder anderen von euch auch was. Und falls nicht, dann nicht. Ich liebe auf jeden Fall Totenköpfe. Also die Sache ist die, ich mag eher abstrahierte Totenköpfe oder wenn die eher in so einem anderen Kontext gesehen werden, als diese klassischen, klischeehaften Totenköpfe. Die fand ich vielleicht mit 12 oder mit 11 ganz cool. Und ich finde es halt interessant, wenn man das Ganze nochmal ja komplett dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung gibt, dem Schädel an sich und ihn vielleicht auch mit ganz anderen Materialien herstellt oder ganz andere Farben benutzt. Und das haben wir halt einfach alles hier in diesem Buch
vereint. Ja, das war es tatsächlich auch schon von mir und diesem tollen Buch. Ich freue mich schon, ich werde heute Abend wieder ein bisschen da drin durchblättern, wenn mir das Buch nicht wieder weggenommen wird. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!